In der Gruppe A trafen die Leviocchi Boys auf die Wildpferde aus dem Wipptal. Auch als Tabellenführer müssen die Red Bull Hockey Juniors 3 Punkte anschreiben, um die Pre-Playoffs zu erreichen. Wir befinden uns mitten in der heißen Phase der AHL. Pre-Playoffs oder keine Pre-Playoffs? Das ist die Frage der Juniors. Und damit hallo und servus aus der Eisarena. Mit der jüngsten Niederlage gegen das Future-Team des KC konnte zwar die Tabellenführung behalten werden, aber gegen die Broncos aus Sterzing darf man sich keinen Unfall mehr leisten. Die Leviocchi Boys zeigen den Wildpferden von der ersten Sekunde an, wer der Herr im Stall ist. Fast die gesamten ersten 20 Minuten fanden ausschließlich im Verteidigungsdrittel der Gäste statt. Sterzing-Goalie Jakub Rabanza wurde fast im Minutentakt geprüft, konnte aber seine Mannschaft mit Glanzparaden im Spiel halten. Das Startdrittel bringt nichts mehr ein und so springen wir in den Mittelabschnitt. Da schaut die Situation zu Beginn ein bisschen anders aus. Nach einer guten Aktion der Bullen sind es die Broncos, die Goalie Wieser richtig ins Spiel eingreifen lassen. Doch bei beiden guten Chancen der Gäste ist er hellwach und hält seinen Kasten sauber. Naja, bei Chance Nummer 2 ist auch Eisen tatkräftig involviert. Nach der Drangphase der Gäste sind es wieder die Salzburger, die den Gegner minutenlang einschnüren. Und die logische Folge daraus ist das 1:0 durch Lipianski. Aus spitzem Winkel versenkt der Slowake die Scheibe im langen Eck. Längst überfällig der Treffer in der 28. Minute. Mit dem 1:0 für die Hausherren starten wir auch in den Schlussabschnitt. Dort tut sich lange Zeit nichts. 10 Minuten Verschluss rettet dann Verteidiger Netesani in höchster Not, als Wieser schon geschlagen ist. Sterzing versucht alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch auch im Powerplay verschieben die Salzburger die Raute perfekt und verhindern so das Gästetor. Und wenn die Scheibe doch durchgeht, ist da auch noch Wieser. Die Spieluhr zeigt noch 3 Minuten und die werden es in sich haben. Glauben Sie mir. Den Beginn machen die Juniors. Prudella völlig uneigennützig zu Bader und der macht die Scheibe rein zum 2:0. Das scheint die Vorentscheidung zu sein. Bader mit seinem 5. Saisontreffer. Nach einem Timeout von Sterzing nehmen diese den Goalie vom Eis und spielen so in Überzahl. Geduldig wird aufgebaut und dann ist auch die Scheibe im Tor. Der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Sahler in der 58. Minute. Schafft es Sterzing nach diesem Tor in die Overtime? Es wird noch einmal spannend. Oder auch nicht. Den Schlusspunkt in einem rassigen und spannenden Match setzt Rasmus Lanavik. 51 Sekunden Verschluss macht der Finne mit dem 3:1 den Sack endgültig zu. Schöner gezogener flacher Schuss genau in die Ecke. Mit einer starken Mannschaftsleistung gewinnen die Red Bull Hockey Juniors das Heimspiel gegen Sterzing und qualifizieren sich damit auch vorzeitig für die neu eingeführten Pre-Playoffs.